Servus YouTube und Internet und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mass Effect 1. Wir sind auf Bindu, wo es eine Cerberus Base geben soll. Wir werden jetzt aber erstmal hier alles wieder durcherkunden. Ja doch, wir fangen jetzt erstmal hier an. Ist ja direkt vor uns. Geben Sie mir Deckung! Machen wir mal hier was. Geben Sie mir Deckung! Na, das ist es ja. Oder? Nee, das ist es noch nicht. Sie haben die Bedrohung in dieser Einrichtung ausgeschaltet. Untersuchen Sie jetzt eines der anderen nahegelegenen Labore. Das war einer der Dinge, aber nicht das, wo... Offenbar hat Cerberus noch weitere Basen auf dieser Welt, Commander. Ja, kein Problem für uns. Ganz ruhig, Tali. Nicht immer ausrasten. Wobei Schreien manchmal gut ist, man muss es rauslassen. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. So. Da geht's lang. Next one.
So, der Ladendiscount wird verdreifacht. Sehr schön. Oh. Auf dem Weg. Alter, what the fuck war denn das jetzt gerade? Das hatte ich schon mal gehabt. Ah, das ist jetzt verbuggt. Das ist nicht gut. Ich sag so, wie es ist. Nicht gut. Da ist auch noch was. Oh, Rachni. Ja, ist noch ein weiteres Labor. Welche Cerberus-Schrecken wir wohl in der nächsten Basis finden? Bis jetzt irgendwelche Viecher gewesen, dann hat eine Rachni haben wir hier gehabt. Ich denke, wir sind hier fertig. Eine haben wir, glaube ich, noch. Problem ist jetzt unser Wagen. Ich glaube, dass ich da noch mal landen muss, mal hier. Ich hatte diesen Bug schon mal. Ah, geht wieder. Das hat es wahrscheinlich behoben, dass wir dieses Gebäude gegangen sind. Zum Glück. Der botanische Datendisk. Da müsste ich doch langsam eigentlich auch alle haben, oder? Eine fehlt noch. Eine einzige. Ja, das wird's so. Scheiße. Los geht's.
so nicht mit uns. Alle Ziele eliminiert. Oh je. Die Tasten nach dem Puls finden aber keinen. Admiral Kohoku ist tot. Trotz der wilden Bestie, mit denen er hier eingesperrt war, weist seine Leichen keine Spur von Verletzungen auf. Die Nadeleinstiche aus seinem Arm lassen auf eine andere Todesart schließen. Bei der Göttin. Es ist Admiral Kohoku. Cerberus muss ihn aufgespürt haben. Er meinte ja, sie sind hinter ihm her. Leider haben sie ihn erwischt. Cerberus Hauptquartier vernichten. Sie haben eine größere Einrichtung vom Cerberus gefunden. Begeben sie sich nach Nephoron im Columbia-System des Voyager-Clusters und vernichten sie sie. Ja. Okay. Hier sind wir fertig. Samarium. Alter, Oberflächentemperatur 312 Grad Celsius. Holy shit. Nephiron, da müssen wir rauf. Medaillon, sehr schön. Okay. Ist die Summe hier?
Nummer 2. Ist dies nochmal hier? Beryllium. Aber das sind zumindest schon mal die Ressourcen hier alle fertig, die ganzen Vorkommen hier. Dann bleibt uns das hier noch, die zwei Sachen und anscheinend ist hier noch irgendwas. Ah, das ist die Einrichtung, die wir clearen müssen. Oh, dann clearen wir mal die Scheiße. Ja, es sind einige drinnen. Kopfschuss kassiert. Jetzt bin ich bereit. Los jetzt. Schilde deaktiviert. Das haben wir getan. Na komm, zeig dich. Headshot, Bitch. Komm mal alles. Thank you.
Sie drücken vorsichtig ein paar Knöpfe und ein Alarm geht los. Die optischen Datenbank aktiviert sie selbst so schnell wie möglich, kopieren sie möglichst viele Daten auf den internen Computer ihres Kampfanzuges. Nach der Entladung des Speichers deaktiviert sich der Computer, die Dateien sind sicherlich verschlüsselt, aber sie haben genug Zeit für die Dechiffrierung. Sehr schön, das ist erledigt, ja? Auftrag erledigt. So viel dazu. Dann würde ich schon fast sagen, dass wir jetzt erstmal, wie ich schon letztens mal erwähnt habe, dass wir zur Citadel zurückgehen, unseren Superfan besuchen und wir uns halt mit der Spectre-Ausrüstung eindecken. Ich meine, genug Kohle müsste ich hier haben. Oh ja, mehr ist genug. Einfach über 3.352.187 Credits. Mehr ist genug, Alter. Aber erstmal noch den restlichen Scheiß hier erkunden. Das hier haben wir noch. So ein Ordner. Ah ne, eine IT-Tech ist es wieder. Sehr schön. Ja, da bleibt uns nur noch hier irgendwas. Könnte vielleicht wieder ein Dreschlumm sein. Scheiße. Das hier wurde ordentlich hops genommen. Bereit. Also mal hier fertig. Abflug. Wir empfangen eine Transmission, Commander. Das sollten Sie hören. Seien Sie gegrüßt, Commander Shepard. Ich repräsentiere eine Gruppe, die gern mehr Informationen über die Aktivitäten von Cerberus hätte.
Wer sind Sie? Und wen repräsentieren Sie? Wer ich bin, ist ohne Belang. Es reicht, wenn Sie wissen, dass ich ein Agent des Shadow Brokers bin. Wissen Sie, Admiral Kahoku kontaktierte meinen Auftraggeber, weil er Informationen über die Standorte der Cerberus-Stützpunkte suchte. Wir gaben ihm die Informationen unter der Bedingung, dass er uns Kopien aller Dateien aus den Cerberus-Systemen aushändigt. Hatten Sie irgendetwas mit Kahokus Tod zu tun? Wir hatten keinen Grund, ihm zu schaden. Er wollte uns mit Informationen über Cerberus versorgen. Informationen, die nun in Ihrem Besitz sind. Sie müssen Verbindungen zu Cerberus haben, wenn Sie Kahoku sagen konnten, wo er sie finden kann. Informationen sind unser Geschäft, Commander. Durch unsere Kontakte konnten wir herausfinden, dass die Cerberus-Gruppe im Voyager-Cluster aktiv war. Leider konnten wir nicht mehr in Erfahrung bringen. Darum sind wir auch so interessiert daran, die Kopien der Dateien von Ihnen zu erhalten. Das sind geheime Allianzdateien. Ich werde sie Ihnen nicht übergeben. Seien Sie vernünftig, Commander. Cerberus operierte außerhalb der Zuständigkeit der Allianz. Sie schulden Ihnen keine Loyalität. Die Allianz wird diese Informationen einfach in einem Archiv verschwinden lassen. Aber kein Geheimnis bleibt ewig geheim. Letztendlich wird es irgendjemand irgendwann in unsere Hände geben. Das können genauso gut Sie tun. Geben Sie uns die Dateien, dann werden Sie entschädigt. Was haben Sie mit diesen Informationen vor? Informationen sind eine Ware. Sie können ver- und gekauft oder eingetauscht werden. Es geht mich nichts an, was mein Auftraggeber damit vorhat. Ich bin nur der Käufer. Meine Loyalität gilt der Allianz, nicht dem Shadow Broker. Jammer schade, Commander. Mein Arbeitgeber wird das nicht vergessen haben, wenn Sie das nächste Mal etwas von uns wollen. Tja, Pech gehabt. Der Shadow Broker wird mir auch noch zu tun haben. Das kommt dann im zweiten Teil alles. So, das haben wir alles erledigt. Das ist erledigt, es fehlen uns nur noch die hier. Und das hier. Wir gehen jetzt erstmal zur Citadel. Jetzt ist mal richtig schön shoppen gegangen. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Oh, ich pack rum. What the fuck? Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Holy moly. Oh, ich würde sagen, wir machen dann hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dorthin, haut rein. Euer Wolkimer YouTube. Ciao.